ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, Friends. Heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Und zwar ist heute die Verlobung von Sarah und Doli. Und ich mache mich jetzt fertig. Ich habe mir ein Kleid rausgesucht. Wenn ihr meinen letzten Vlog gesehen habt, dann müsst ihr aber bei Zara shoppen. Ich hatte euch aber noch gar nicht das Kleid gezeigt, was ich jetzt anziehe. Werde ich aber natürlich gleich. Aber ich mache jetzt erstmal mein Make-up. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, hier ist es seit Wochen rot. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall ready, schminke mich jetzt und mache dann meine Haare. Ich gucke mal, ob ich die Locke glatt zu. Ich weiß nicht genau. Wir sind jetzt auf dem Weg. Yassi und Sherwin sind jetzt auch am Start. Yassi hat wunderschöne Blumen geholt. Sherwin auch. Leute, das war gerade so ein Stress, ey. Ich muss mich so beeilen, aber ich habe zum Glück noch alles geschafft. Wir wissen gerade überhaupt nicht, ob wir hier richtig sind. Ach Leute, hier sieht sich schön aus. Hier war ich mal mit einer Freundin und habe früher Fotos gemacht. Das ist übrigens Schloss Bensberg, falls ihr das nicht kennt. Wow, es sieht so schön hier aus. Sarah und Uli haben so eine richtig schöne Wand hier aufgebaut. Sari sieht so schön aus. Hier sitzen gleich Yassi, Fabio, Sherwin, Ryan und so. Ey, man kann so weit von hier oben schauen. Shadi ist auch da. Das sieht toll aus. Kannst du auch ein Bild von uns machen? Ja, of course. Hey, wie cool ist das denn? Sowas habe ich noch nie gesehen. Thank you. Cheers. یه جوری که هیچی به جز خودم نفهمه اگه دوستم داری باش به بحثت میشه میزون تو دل Meine Tochter lacht mich immer aus, sie sagt zu mir immer, sag mal ein Rührei. In meinem Leben habe ich nur eine Rede gehalten. Aber diese Rede ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Genau. Du bist das Allerwichtigste in meinem Leben. Also ich will niemanden zum Weinen bringen, aber es ist halt so. Und ich will davor, dass, weil das ist persisch war. Auf jeden Fall, ich bin sehr stolz, du hast deine Uni zu Ende gebracht. Du bist fertig mit deiner Uni. Du bist sehr erfolgreich in deinem Beruf. Also du bist einsam. Und darauf bin ich stolz. Oi, Dennis! Thank you.
aber ich höre diesen Song, ich höre den Sound nicht. Aber ich sehe fett aus. Ich auch. Weder noch. Kannst du das überhaupt? Schatz? Ja. Du musst vorne zur Seite und dann nach hinten und dann wieder zur Seite und nach vorne. Ich bin schon behindert als du. Ich versteh's nicht. Das kann auch wie ich mich spiele. Du hast einen coolen Job, Sherwin. Ich bin einfach Stativ. Füße einfach. Du musst es schon richtig machen, ne? Ach, ich hab's richtig gemacht, guck doch mal. So Leute. Herzlich willkommen beim Vlog. Wir sind jetzt hier angekommen. Der Fabi hat 3 Wasser getrunken. Laura hat 4 Wasser getrunken. Zumindest war es klar, ne? Charlene hat auch ein bisschen Wasser getrunken. Ich hab wirklich nur Wasser getrunken. Ja, komm, belüg deine Eltern weiter. Was haben wir getrunken? Desinfektionsmittel. Unter anderem. Und wie ihr seht, haben wir richtig viel Spaß hier draus. Das ist lustig. Warum bin ich komisch? Seht ihr das, wie der mich immer hatet vor der Kamera? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich hab gesagt, dass er komisch ist. Hätte ich das gesagt, hätte ich jetzt wieder 100 Geld bekommen. Ja, fahrt zur Hölle. Wir haben echt total viel Spaß hier draußen. Und wir sehen uns später. Wir gehen jetzt tanzen. Wir sind einfach in einem Schloss. Du passt optisch richtig hier rein, Yassi. Hier will ich heiraten. Aber ich finde es hier echt schön. Was geht ab? Wurde für mich jetzt so erwachsen. Ja, ne? Die stehen einfach jetzt mitten im Leben drin. Fandest du iranische Hochzeit? Schön. Also iranische Verlobung. Das ist feier. So also auf iranische Musik kann man besser tanzen als auf türkisch. Ja. Mhm. Mit einem langen, langen Abend sind wir zu Hause angekommen, Friends. Fabio liegt da wie ein totes Tier. Ich schmink mich jetzt ab und wir gucken jetzt nur noch die Folge, die da rauskommt, ist von Ex on the Beach und dann gehen wir auch schlafen. Ich habe morgen spät, aber Fabio muss ein bisschen früher raus, deswegen wollen wir jetzt auch nicht allzu lange wach bleiben, ne? War auf jeden Fall ein richtig, richtig schöner Abend. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier mitgefilmt habe. Ich habe auf jeden Fall auch auf Instagram viel mitgefilmt und ich glaube, es entsteht auch ein TikTok-Vlog, also schaut mal bei TikTok vorbei. Da poste ich auch immer mal wieder so kleine Vlogs. Und ja, es war richtig schön bei Sarah und Doli und wir sind sehr dankbar, dass wir dabei sein durften. Es war schon gefühlt wie so eine Hochzeit irgendwie, also hätte ich gedacht, dass das so krass gefeiert wird. Ja, aber ich freue mich jetzt schon auf die Hochzeit, auch wenn das noch dauert. Wir haben heute schon Friday. Ich hatte sehr, sehr viel zu tun die Woche und habe irgendwie gar nicht geschafft zu vloggen, aber es ist auch nichts Interessantes passiert. Ich habe dieses Wochenende aber frei und ich freue mich so, weil ich habe das Gefühl, ich hatte das letzte Mal vor einem Jahr ein Wochenende frei. Ist natürlich nicht so, aber es kommt mir so vor, weil ich auch voll viel zu tun habe, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich nicht ins Studio. Und ich finde, auch wenn man Sachen zu tun hat, die man so zu Hause machen kann, ist es schon mal viel wert, wenn man das von zu Hause aus machen kann. Und ja, der Fabio fliegt heute Nacht bzw. morgen früh nach Italien. Der hat nämlich immer ein bisschen mehr Urlaub als ich. Und ja, fliegt dann halt zu seiner Tante. Und deswegen wollten wir jetzt noch den Abend zusammen was machen. Und das Wetter ist ja unnormal schön. Deswegen haben wir gedacht, wir grillen einfach. Und in meinem Vlog, auf den ich nicht mehr zugreifen kann, wegen meiner Festplatte hatte ich euch gezeigt, wie wir hier den ganzen Balkon aufgeräumt haben. Sieht zwar jetzt wieder ein bisschen unordentlich aus, aber da hinten standen ganz viele Kommoden, die wir leer gemacht haben und haben hier den Boden gewischt und so. Und ja, dann hatten wir uns einen Grill geholt beim Aldi, der echt gut ist. Und wir wollen aber halt noch Möbel und so hier hinstellen und Lichterketten und so. Fabio hat hier, hier ist so eine Leiste, die läuft hier überall entlang. Hat er Strom verlegt, beziehungsweise halt das Ding schon dafür, der muss noch richtig Strom verlegt werden, damit wir hier auch Lichterketten anmachen können und Handy aufladen und so. Und dann wollen wir hier so eine richtig schöne Lounge in die Ecke machen, dass wir uns halt auch draußen hinschillen können.
Und diesen Schirm haben wir auch vom Aldi geholt. Ja, und Fabi ist hier fleißig Sachen am Anpflanzen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, wir finden was. Das ist alles ultra teuer. Und ja, dafür wird der Fabi lecker gegrillt. Und die. Ich krieg's nicht auf. Ich kann das in die Mitte reindrücken. Aber ich kann das nicht mit einer Hand. Doch, versuch's. Ja. Dattelcreme. Ohne Thermomix. Aber wie es wird. Friends, wir haben jetzt 3:30 mitten in der Nacht. Ich fahre jetzt zum Flughafen nach Düsseldorf-Vize, weil der nach Italien fliegt. Der hat einfach super viel Urlaub. Deswegen fliegt er schon wieder allein nach Italien. Bin sehr müde. Eigentlich wollte ich mit der Bahn fahren, aber die sind mir ausgefallen. Deswegen ja, fahre ich die Maus jetzt. Wir sind jetzt gerade am Flughafen angekommen. Ich war noch nie an diesem Flughafen. Voll am Arsch der Welt. Und die Maus fliegt gleich in einer anderthalb Stunden. Nur mit Handgepäck. Ich könnte das nicht. Ne, Backpacker. Freust du dich? Nein. Tja. Das erste Mal, wo ich traurig bin. Nein, du bist ja nicht. Ah! Mein Nacken. Du bist nicht traurig. Ich bin traurig. Leute, meine Kamera hat nicht fokussiert. Ich habe 5-mal angefangen und du hast gerade 6-mal gesagt, er ist traurig. Brauchst du einen Schlüssel für den Heimweg? Nein. Wartest du? Ich bin doch zu Hause. Nee, wenn du wiederkommst, bin ich weg. In Schwadeberge. Oi. Ich noch nicht ganz so aussehe. Ich habe noch genappt. Ich bin um 6:30 zu Hause angekommen und dann habe ich noch bis 11 geschlafen und noch im Bett gechillt, ganz gemütlich. Und jetzt habe ich gerade noch einen Podcast geschnitten für unsere Akademie und wollte mich jetzt fertig machen, weil meine Oma und mein Opa feiern heute ihre Goldhochzeit. Das wäre eigentlich schon vor einem halben Jahr gewesen. Aber die mussten das insgesamt 3-mal verschieben wegen Corona. Also nicht wegen Vorschriften, das war da nicht mehr so streng, aber weil immer die halbe Familie war mal krank war. Aber heute ist endlich der Tag der Tage und die große Feier ist. Und ich fahre um 15 Uhr ungefähr los, also in einer Stunde zu meinen Eltern. Und dann fahren wir zusammen zu der Location, weil wir wollten noch ein bisschen was schmücken. Und dann um 17 Uhr fängt es richtig an. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen sputen, mich fertig machen. Meine Haare muss ich auch noch glätten, weil die habe ich irgendwie nach dem Duschen letztes Mal einfach bin ich zu schlafen gegangen und die sind jetzt so ganz wirbelig, keine Ahnung, ganz komisch. Es ist heute richtig schönes Wetter. Ich bin richtig happy. Die Location ist zwar drin, aber ja, ich freue mich gleich einfach schon mit dem Auto, bei gutem Wetter, mit Fenster runter und nicer Musik zu meinen Eltern zu fahren. Ja, und ich weiß nicht, ob es dir Zeit hat, aber ich schlafe heute bei meinen Eltern und deswegen muss ich gleich noch meine Sachen packen.
Und ja, das fühlt sich an, als würde ich in Urlaub fahren im Sommer. Ne? Leute, was mir gerade einfällt, ich glaube, das habe ich hier noch gar nicht auf YouTube erzählt. Fabi und ich haben finally Urlaub gebucht. Das hat so lange gedauert. Wir hatten ja die ganze Zeit vor, Mallorca zu buchen, aber konnten uns vorher nicht entscheiden, weil, Leute, es ist einfach alles so teuer geworden. Das ist wirklich nicht mehr normal. Fabi und ich sind leider immer so ein bisschen, das heißt leider, man kann es ja verstehen, wenn man Urlaub hat, dann will man sich halt 100% wohlfühlen, weil man hat jetzt nicht so oft Urlaub und dann will man das halt einfach genießen können. Wenn das Hotel dann irgendwie nicht so nice ist, dann kann man das halt nicht. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber wir haben jetzt eins gefunden. Es ist wunderschön. Es ist ein Boutique-Hotel, also nicht so ein riesiges. Es ist ziemlich im Land, also nicht so an der Küste oder so. Wir müssen immer mindestens eine halbe Stunde ungefähr zum Meer fahren. Kommt auf an, halt wo wir hinfahren. Aber wir haben eher ein Auto. Also wir wollten uns sowieso ein Auto mieten, deswegen ist das okay. Ich freue mich schon voll. Ich glaube, da kann man richtig cool Content machen und Bilder und alles. Ja, das wollte ich mal kurz erzählen. Ich freue mich so sehr. Wir sind da 10 Tage ungefähr. Und wenn wir dann wiederkommen, also wir haben 2,5 Wochen Urlaub, dann wollten wir noch nach Antalya zu Sarah und Jessie ins Haus fliegen mit den Mäusen. Ja, aber das müssen wir noch buchen, den Flug. Freunde, ich bin gerade auf dem Weg. Ich habe mich fertig gemacht. Ich glaube, mein Make-up ist mir ganz gut gelungen. Ich habe mich ein bisschen mehr geschminkt. Und jetzt zeige ich gleich mein Outfit. Das ist ein alter Zweiteiler von Jessies Kollektion. Prost! Prost, Marco! Ich habe gerade meine Schublade geschottet. Ja. Wie kannst du Sekt so trinken? Ich muss so Sekt auf Krawall drauf. Ich habe gestern noch getrunken. Ich bin schon wieder Gänsehaut. Und da kommen Lauri und David. Hallöchen! Hallo! Wow! Wow! Wie siehst du aus? Hallo, Anne! Hallo! Ja, wir haben Outfit-Check gemacht. Guck mal, was mir mit meiner Kamera passiert ist. Oh, nein! Meine Warum? Kamera ist Schrott gegangen. Sie ist runtergefallen, nee. Gerade eben. Jawoll! Das ist unsere Oma. Ding. Das ist unsere Oma, ne? Zeigerei. Die tut die Mama immer beim Bügeln. Vergesse ich immer ein Outro zu machen. Das tut mir voll leid. Aber ich wollte mich noch ganz kurz von euch verabschieden. Ich hoffe sehr, der Vlog hat euch gefallen. Es hat sich jetzt ein wenig verzögert. Das ist jetzt sozusagen, also dieser Vlog ist eigentlich schon vor dem letzten Vlog passiert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu tragisch. Aber ich habe schon meine Instagram-Story erzählt. Ich wollte Sarah und Uli nicht den Moment vorwegnehmen, deren Verlobungsvideo zu posten. Und deswegen hat das jetzt hier ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt ist er online und ich finde es richtig schön geworden. Und ja, falls es euch auch gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, kommentiert gerne. Ihr wisst, ich freue mich immer sehr über eure Kommentare und antworte euch eigentlich immer. Deswegen, ja, leave some love und wir sehen uns dann am Sonntag beim nächsten Video.